Wir sind jetzt in der Lungenklinik angekommen mit den Geisteskranken hier hinter mir. Und ihr könnt wieder mit dabei sein. Diese Tour hier war wieder Else. Da ist die Fahrt ja her schon kranker, wie es gar nicht geht. Und naja, wir nehmen euch jetzt mal mit hier in die alte Lungenklinik. Und Gelbsucht Paul ist auch wieder mit dabei. Auch behandelt. Pauli! Guckt euch mal, Leute, dieses mega geile Gebäude an. Irre. Mega, mega geil. Wissen Sie Bescheid, ich hab sie gefunden. Ja, ich hab sie gefunden. Wissen Sie Bescheid, ja, dass sie alles haben. Hier war quasi die der Empfangsbereich. Du warst ja schon Richtung Kapelle, oder? Wollen wir uns mal die Helle zeigen? Also ich würde gerne ganz... Ich würde das Video erstmal entspannt starten, wie wir durch die Gänge laufen. Entspannt starten. Tut mir leid. Tut mir leid, das war jetzt aus Versehen. Das war jetzt wirklich aus Versehen. Also wie jetzt? Was machen wir jetzt wo? Paul, wenn du nochmal musst, du kannst dir auch nochmal kacken gehen. Der große Paul? Der große Paul kann dir nochmal kacken gehen. Ich geh jetzt, komm, wir gehen mal hier hoch in die Kapelle jetzt, wenn wir immer hier stehen. Junge, 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 guckt euch das mal an. Geisteskrank. Geisteskrank. Diese Fenster, mega, oder? Schade, dass ihr die Rollen nicht getan habt. Ey, leck mich am Arsch. Alter, leck mich am Arsch. Wie geisteskrank ist das denn bitte, hä? Und die haben hier wirklich völlig autark gelebt. Alter, geil, diese Säulen, Leute, diese Säulen. Guckt euch das mal an. Also die Kapelle ist schon Porno gewesen. Hallo. Nicht deine Kapelle. Zimmer. Schwesternzimmer. Röntgen-Scheiße, oder wie das heißt. Aha. Das war jetzt hier gerade unter. Da können wir reingehen, das ist alles verstrahlt. Nee, das wird es nicht sein. Komm, jetzt zählen wir ein bisschen was hier. Ja, das sind alles Zimmer hier. Das sind Patientenzimmer, genau. Hier hast du oben noch die Leisten, die Schienen. Guck mal, die hatten sogar Balkon hier. Balkontüren. Das war ja wieder schwarz. Das war ja wieder klar, dass das wieder zu ist. Domine, Imperanto, Dominanto, Domine. Ja, das war ja Lungen, ne? Genau. Und Kupfer, aber Kupfer ist nicht mehr da. Kupfer ist nicht mehr da. Kupfer war mal da, aber Kupfer ist weg. Keine Ahnung, was dort steht. Aber wie gesagt, das haben die alles mal überstrichen. Mir gefällt es nicht bei dem Schnitt. Hat jetzt aber die alte abgehängt. Oh, es tut mir leid. Auch wieder so ein geiles Fenster. Guckt euch mal dieses gelbe Glas an, Leute. Wie geil diese Verglasung hier überall ist. Was die sich hier noch für eine Mühe gemacht haben. Ist auch eine Luft. Dann müsstest du mal lüften, Juri. Was? Jetzt wird mir die Kamera ganz fertig sein. Ja, in die Kuppel würde ich auch gerne rein wollen. Da kannst du mit der Drohne rausfliegen. Mega geil, oder? Guckt euch mal dieses ultra geile Gelände hier an. Richtig fett. Richtig fett. Schön. Zack, Handy runtergeflogen. Ja, mein Alter, Digga. Ja, mein Robert. Geil, Alter. Guck dir mal diese kranke Konstruktion an.
Irre, hä? Nee? Wollten wir ja letztens, sind ja aber nicht weitergekommen. Oh. Fett. Fett, Alter, da geht's noch weiter hoch. Geht's noch weiter hoch. Na klar lohnt sich das, lohnt sich immer. Geil. Richtig geil, Junge. Richtig geil. Leute, Leute, Leute. Das ist doch mal hier eine Augenweide. Das ist das letzte Mal, dass wir die Chance haben hier, weil die wollen die Hütte wegreißen. Na, und dann ist hier vorbei. Hey, aber kann von euch mal bitte irgendjemand den Gruschbert anrufen? Die Weiber mit. Die Weiber sind da ja irgendwie. So weit weg kann man hier sein. Da hat man ihn gesehen. Das ist der Ultra, Leute. Das ist der mal Ultra. Hey. Guck mal mit diesen kleinen Türmchen. Was hätten das kleine Türmchen dort für einen Sinn gehabt? Hey, ja. Dorte. Ja, weißt du, was auf der anderen Seite raus? Ist alle hier raus. Wollen eine Esse raus vielleicht oder so? Ich geh mal eine Esse raus, ne? Krass. Komm mal irgendwie rein hier. Komm mal in den Zwischenboden rein. Müssen wir mal von drüben gucken, ob wir dort reinkommen. Ja, ja, ja. Pauli! Hey, hallo Nachbarn! Hallo! Grüß dich, Nachbarn! Hallo, Erich! Das waren hier die Zimmer für die gut Betuchten, oder? Hallo Nachbarn, wie geht es? Wie geht es? So, machen wir was geht es gut? Lecker, ja, na klar. Geht es gut? Ja, hier, ey. Alter, was war das für eine Scheiße? Krass! Kann ich jetzt mal sagen, was hier Phase ist. Ja, der Paul hat mir das erzählt. Ich kann dir nur sagen, wir sind halb rum, wenn du die Kamera aufnimmst, weißt du? Das ist aber nicht normal. Wenn die wissen, dass der dort krank ist. Das ist der Ball. Ich hab doch was ist das ja eigentlich? Schlagstuhl. Das ist eben stark, eine ausziehbare Stange. Zeig mir die mal her. Wir halten die Weiber hoch. Die Weiber halten das kleine Teil. Achso, ich dachte, was zum Heulen. Ja, kannst du. Ja. Alter, hey Alter, da kann Kruschi hier sitzen. Yeah! Da kann Kruschi hier sitzen und kann dir von Weiber das Ding in den Arsch stecken. Geil. Paul! Paul, ey, den können wir ja ranbinden. Nee, weißt du, das macht ganz. Immer so viel Abstand der Paul zu euch. Ich bin doch mit Stocks, du. So. So, dann gehen wir mal jetzt. Weiter geht's. Oh, klasse, das ist der Schallschutzgerät, oder? Sag mal, macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich quer oder hoch kann filmen? Nee, du musst immer so filmen. So, weil dann hast du Breitformat. Also so wie du eigentlich immer bist. Also wir wollten doch jetzt eigentlich Kuschi links rüber. Also sowas bei dir Standard ist, ne? Wir wollten doch eigentlich jetzt hier dort links rüber, um in das andere Gebäude zu kommen. Ja, okay. Guck jetzt mal das Video an, was ich dir geschickt habe. Das gucke ich mir jetzt her. Komm, hier, jetzt in die Gruppe. Ich habe das ultimative Video in die Gruppe geschickt. Und Tor, Film. Den Hobel. Den Hobel. Habe ich es jetzt weggedrückt? Nee. Ah, er ist eben nicht. Frisch viel siehst du nie.
Was ist das denn? Kabinett? Eine gute Kabinett? Hast du gerade gefragt, was ist das denn? Ja, ich hab's nicht erkannt, weil Licht drauf. Ja, warum haben wir schon wieder die Türklinke vergessen? Du musst doch eine Türe zuhauen, Paul. Du machst dich auf Scheiße. Ist das Gebisszimmer hier? Das Gebisszimmer. Boah, krass. Boah, guck mal, Schummelseilung. Ist viel der Angst. Ich hab Schummelseilung gefunden. Wie geil ist das denn? Wir sind hier draußen und ich hab richtig cool gemacht. Sag mal, Rüschi, stinkst du hier so? Alter, was stinkt denn hier so? Kommt das aus deiner Hose? Weiß hier irgendwas gestorben hier drin, oder? Muss mal schnell wieder raus. Ja, muss mal schnell wieder raus. Wolltest du deine Pfosten gefunden? Ja, mein Geld. Na gut, junge Frau, vielen lieben Dank für diese Tour. Junge Frauen, vielen Dank für die Tour. Ja, die jungen Frauen, vielen Dank. Wir werden jetzt mal weiterrücken, wir werden uns jetzt mal den Bunker angucken gehen. Wir danken Ihnen auf alle Fälle, dass Sie uns das hier gezeigt haben und bis dahin. Ciao. Alle da. Eins. Zwei. So, meine Lieben, das war echt eine mega coole Tour. Und das Gebäude war echt toll. Wir konnten hier für einen kleinen Obolus rein. Aber mehr oder weniger. Obolus. Aber es war okay, wir haben Spaß gehabt. Es war interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, wie will? Was kann man an der falschen Stelle? Vor allem die kleinen Nippel, hast du die gesehen. Schubi, wir nehmen gerade das Outro auf hier. Auf alle Fälle, wenn euch das Video gefallen hat, Kanal liken und abonnieren. Und wir haben das Auto bis zum nächsten Mal.